Willkommen zurück zu Snipperclips, zusammenschneide man besser für die Nintendo Switch. Wir sind hier in der wirren Wissenschaft angekommen und schauen mal, was uns hier für Level bzw. Mission erwarten werden. Ich denke mal, dass es vom Prinzip her gleich bleiben wird. Allerdings hat das Spiel schon für viele Überraschungen gesorgt. Und deswegen bin ich mal gespannt, Leute. Okay. Ich glaube, das lässt sich ganz leicht schneiden, oder? Wenn ich jetzt hier einfach... Naja, oder auch nicht, ne? Und wie zur Hölle soll ich einen Kreis machen? Das geht ja schon wieder gut los, Leute. Das geht ja schon wieder gut los. Wow, das ist, glaube ich, echt nicht so einfach, oder? Gerade so richtig so. Also übelst keine Ahnung, wie ich hier loslegen soll. Scheiße, das geht ja schon wieder gut los, ey. Okay. So fangen wir einfach mal dezent an. Ja, das ist ja schon mal übelst schlecht geworden. Aber wir wissen ja, das Spiel hat ja einige Toleranzen, sag ich mal, was das angeht. Hey Leute, was soll ich denn da machen? Schwupp! Ach, come on, ey. Ey, die habe ich ja mal gerade gar keine Ahnung, wie ich hier anfangen soll. Oder fange ich mit dem Kreis an? Ja, wie soll ich denn diese Form da rausschneiden? Schon schwer, oder? Ja, also ich bin gerade wirklich richtig überfragt. Merkt man gar nicht, ne? Ist das gut geworden? Nö. Irgendwie nicht, ne? Versuche mich jetzt so mal ein bisschen den Gebilde zu nähern. Ja, kann man so machen, aber so richtig feiern tue ich das jetzt auch nicht. Jetzt ist das Ding zusammengebrochen, als ob da, come on, ey. Als ob da jetzt nichts mehr dran war, ne? Ich schaue jetzt einfach mal, wie weit wir hier mitkommen. Ob wir hier überhaupt irgendwas machen können. Oh, guck mal, da können wir ein bisschen was wegschneiden. Da. Aber das ist doch jetzt hier nicht Sinn der Sache, oder? Das dauert ja ewig, wenn ich das so mache. Das wird so auch nicht klappen, Leute. Ja, so schon mal gar nicht, wenn das Ding einfach meint, hochgehen zu müssen. Ah, wartet mal, Leute. Ich habe gerade eine Idee. So, jetzt kommt alles weg hier. Jetzt ja den Kreis hier haben. Sobald ich den Kreis habe, ist glaube ich alles geritzt sozusagen. Aber den muss man auch erstmal haben, ne? Also so auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Da bin ich mir sicher. Ja, heftiger Kreis.
Ja, ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht so gut gelungen bis hierhin, aber ich ziehe das jetzt mal so durch. Ich sag mal so, Leute, vielleicht ist das ja noch in der Toleranz nachher. So. Scheiße, ey. Ja. Fertig. Oh mein Gott, das zählt. Das zählt. Das ist so unfassbar schlecht geworden. Oh mein Gott. Ey, aber das zählt auch einfach. So, weiter geht's mit Blumenzucht. Oh, das scheint was Neues zu sein. Oh, das ist so unfassbar schlecht geworden, aber das Spiel scheint zufrieden gewesen zu sein. So, was muss ich machen? Ich muss die Blume gießen? Sehe ich das richtig? Womit? Wie? Was? Warum? Okay. Bis hierhin checke ich erstmal gar nichts, bin ich ehrlich. Hier, ich sehe hier keinen Hebel. Was soll ich tun, Leute? Da ist irgendwie ein Pfeil nach oben, dass das noch... Ah, ich verstehe, glaube ich, doch. Schauen wir mal. So oder was? Weiß ich nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ich kann es auch nur probieren, Leute. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Okay, das sollte ich also machen hier. Alles klar. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Dafür, dass sie erst richtig auf dem Schlauch stand. Weiter geht's mit Schraubverschluss. Oh nein, da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas drehen, so wie in den anderen Parts mit diesem Zahnrad. Das fand ich ätzend. Und hier müssen wir auch was drehen, aber diesmal kein Zahnrad. Da brauchen wir eigentlich nur so einen Maulschlüssel machen. Ja, nur ist gut. Das wird jetzt eh wieder ein Akt werden, das zu machen. Ein bisschen groß, ne? Für Maulschlüssel. Ja. Ja, ich brauche die perfekte Form dafür, ne? Die perfekte Größe sozusagen. Wie kriegen wir das hin? Ob das so gut ist? Ja, wir probieren einfach mal weiter. So, und jetzt hiermit hier rein. Das passt nicht. Vielleicht noch ein bisschen breiter. War auch nicht zu breit, Leute, weil da haben wir wieder zu viel Spiel. Aber kann noch, ne? Ja. Hoffentlich geht das auch gleich. So, jetzt muss es aber lang. Ja,
Ja, der passt jetzt auf jeden Fall. Na, okay, aber wir kriegen den... Okay. Der Schlüssel stimmt soweit. Und das ist die Hauptsache, Leute. Was habe ich gerade getan? Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht. So. Ah, der dreht da leider wieder zurück. Das heißt, ich brauche zwei solcher Schlüssel. Okay. Wie kriege ich das jetzt am besten hin? Mist, ey, wie komme ich da an jetzt? Versuche jetzt hier noch so eine Form zu machen, Leute. So richtig auf Krampf. Mal gucken, ob die vielleicht auch schon geht. Ja, spricht eigentlich nichts gegen. Komm! Nein, wieso hält er die nicht? So, jetzt wechseln. Jawohl, das müsste doch lang jetzt, oder nicht? Jawohl, gut gemacht. Hui, also die Rätsel werden anspruchsvoller, muss ich sagen. Aber wir kommen durch. Jetzt geht's weiter mit den Eimer. Ich habe wieder irgendwas mit dieser Grütze zu tun hier. Düdüm, düdüm. Okay, wir müssen das füllen damit. Mhm. Langt das, wenn ich da einfach nur eine Rampe mache? Wäre ein bisschen zu einfach, ne? Wäre aber überragend. Aber langt, glaube ich, auch von der Länge her nicht, ne? Ich will nur mal gucken, ob das überhaupt geht. Ah, guck mal, wir können das selber füllen, denke ich mal so. Oder auch nicht. Schwupp! Jawohl, jetzt haben wir was drin. Okay. Da gibt es denn auf jeden Fall eine bessere Lösung, Leute. Aber die wäre da auch ein bisschen zu simpel, ne? Wenn ich einfach so mache. Ich mache jetzt hier ein bisschen weg. So. Da ein bisschen weg. So. Gut. Und jetzt mache ich so. Und dann zerbricht das Ding. Ne. Hoffentlich fließt da jetzt nichts durch. Doch. Das war so klar. Seht ihr, wie das da durchgeht? Durch diese kleine Scheiße da. Das war so klar, ey. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen weg. Und da noch ein bisschen weg.
versuchen wir das Ganze nochmal so zu machen wie gerade. So. Jetzt ist die Kante da zu dick. Also das ist auch nicht so wirklich das Wahre, was ich hier mache. Nächster Versuch. Ja, wenigstens kriegen wir jetzt mal ein bisschen was reingefüllt. Ja. Ich sag mal so, ist halt jetzt eine Frage der Zeit, ne? Okay, es gibt auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, so dass das bestimmt dann auch direkt da reingeht, alles. Sozusagen so eine Rampe, dass man die hoch macht. Aber... ich habe mich jetzt für die Möglichkeit hier entschieden. Und ja, so lange dauert das jetzt auch nicht, Leute. Wir haben es ja gleich voll. Ja, ja, so ist das, ne? Das ist ja das Schöne an Snipperclips, Leute. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, hier Missionen zu beenden. Und ja, es gibt halt gute Wege und weniger gute Wege. Oder halt unkomplizierte Wege und komplizierte Wege. Und ich denke, das ist ein etwas komplizierterer Weg. Yo, klar, Robin. Alles schön wieder rausmachen. Ich bin auch ein Depp, ey. Ja, aber jetzt langt es schon. Das Becken ist gefüllt. Und damit haben wir auch diese Mission absolviert. Und Schnitt, Teil 5. Bereit und los. Gut, wir müssen das ausschneiden. Auch schon wieder ein Kreis, Leute, ey. Da hab ich mich doch vorhin schon so abgequält mit. Muss das sein? Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Das ist so... man muss sich hier schon gut den Kopf zerbrechen. Manchmal. Guck mal, den will ich hier reinmachen. Und dann muss ich ja eigentlich jetzt so runter. Und wenn ich jetzt mit denen das hier wegknacke, cutte, dann müsste das soweit stimmen, ne? Oh mein Gott. Okay. Das war jetzt auch so nicht geplant. Ach, Scheiße. Oh Mann, ey. Leute, das Spiel treibt mich zur Weißglut, ey. Eigentlich brauche ich jetzt ja nur noch diese Ecken da wegmachen, ne? Scheiße.
Jetzt habe ich ja auch dieses Dünne weggemacht. Ach, ich bin auch ein Idiot manchmal, ne? Okay. Oh mein Gott, was ist das für ein erbärmlicher Kreis geworden, Leute? Ja, aber der gefällt mir eigentlich jetzt. Was, ey? Ist das wieder eine Scheiße? Ach, geht eigentlich, ne? Also, geht schlimmer, sag ich. Nein! Oh, jetzt habe ich das Fass wieder komplett gemacht. Habt ihr das gesehen? Guck mal, ich hier jetzt den Kreis reinschneide. Ist doch okay, oder nicht? Ja, ganz ehrlich, soll sich das Spiel jetzt hier nicht so ankacken. So, ich mache das jetzt wieder ganz. Oh, man kann ja sogar wieder zum Alten zurück. Das wusste ich gar nicht. Das ist krass. So ist es besser. Kann ich das besser beurteilen, besser sehen. Also hier jetzt weg, ne? Und dann... Denn jetzt eigentlich so, oder? Müsste jetzt eigentlich gehen. Ja. Hier einmal drehen und dann müsste es eigentlich lang, finde ich. Jawohl, lang. Hui. Das ist für euch auch wieder ein Akt, Leute. Dankeschön, dass das jetzt so gut geklappt hat. Das war's hier auf jeden Fall mit dem Part von Snipperclips. Zusammenschneidet man besser, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal oder lasst eine positive Bewertung da. Und in dem Sinne, Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!